Also im Moment suche ich einfach nur eine geeignete Blende, um das Licht erstmal so reinzuwerfen, dass ich es irgendwie, dass ich mich aus bedienen kann. Dass ich sage, okay, ich habe jetzt irgendwie eine Strahl, aus dem ich dann den Rest fischen kann. Mhm. Genau. Gut. Ich habe schon probiert. Aber im Grunde genommen habe ich jetzt nur eine Lampe und der Rest ist relativ einfaches Material. Es ist total leicht, es ist doch irgendwie auch leichter zu fixieren, wo es denn hin soll. Man kann das Zeug auch einfach wie jetzt da bei der Blende direkt einfach auf die Bank gestellt. Also ich persönlich, wenn man jetzt mit dem Team arbeitet, das Gute mitarbeitet, finde nicht, dass das irgendwie der zeitliche Aufwand größer ist. Ich benutze jetzt schon relativ viel Licht von der Lampe, weil ich ja damit alle, sagen wir so, ökonomisch gesehen, stromspartechnisch, liege ich auf jeden Fall weit vorn. Die Vorteile, wenn man über Reflektoren beleuchtet, ist, dass man weniger Lampen erstmal braucht, weil man ja aus einem Lichtstrahl mehrere Lampen praktisch bedient. Also in dem Moment spart man auch ein bisschen Energie, was jetzt beim Film vielleicht nicht der größte Kostenpunkt ist, wo ich aber sagen würde, ist ja auch gar nicht so schlecht. Die Reflektoren machen keinen Lärm, was den Tonmann sehr freut, und sie entwickeln keine Hitze, was die Schauspieler sehr freut. Und sie sind auch ein bisschen komplizierter manchmal zu bedienen, weil es einfach ein großes Billardspiel ist. Also es ist auch manchmal die Umlenkung ist manchmal beansprucht manchmal den geistigen Denkprozess dann doch relativ sehr. Also gerade wenn man halt vielleicht auch einen langen Arbeitstag hinter sich hat und müde ist, und man muss dann halt über mehrere Ecken denken. Was ich aber trotzdem als großen Vorteil auch noch sehe, ist, dass wenn man, also man entfernt einfach die Lichtquelle mal weiter vom Schauspieler, vom Set, und das Licht legt grundsätzlich dadurch schon eine längere Strecke zurück und wirkt dann einfach auch ein bisschen natürlicher. Und selbst wenn ich ein enges Set habe, kann ich dadurch einfach ein bisschen mehr Strecke generieren, allein durch den Weg des Lichts, weil es über den Reflektor geht. Ich kann mit dem Reflektor auch nochmal detaillierter leuchten, weil ich mit kleinen Reflektoren tatsächlich punktueller leuchten kann oder detailgenauer, und ich muss nicht unbedingt so viel Frostrahmen oder viel Fahnen dabei verwenden, weil allein durch den Reflektor die Leuchtfläche schon begrenzt wird. Und ich kann selber den Reflektor selber nochmal gestalten. Ich kann ihn folieren, ich kann ihn irgendwie abkleben, also ich kann ihn auch halbieren, je nachdem. Also das sind für mich schon auch alles Vorteile.